Hallo liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen. Zum Ferienbeginn hatte ich euch Gottes Segen zugesagt und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Nun geht es wieder mit der Schule los. Viel Unbekanntes erwartet uns alle. In der Zeit von Ostern bis Sommer haben wir erlebt, wie zerbrechlich unser alltägliches Leben ist, wie schnell alles ganz anders sein kann. Bei all dem ist Gott bei uns. Ein Blick in die Bibel zeigt uns, Gott begleitet den Menschen gerade in den Zeiten der Veränderung. Mose bricht mit Gott auf. Er führt das Volk Israel aus Ägypten. Maria soll den Gottessohn zur Welt bringen. Beide, Mose und Maria, waren erst einmal unsicher. Sie hatten Fragen. Wie kann das gehen? Schaffe ich das? Was werden die anderen dazu sagen? Diese Fragen haben sie sicher gehabt. Und Gott war bei ihnen. Er hat sie geleitet und begleitet. Ich werde nun Gott um seinen Segen für uns alle bitten, dass er bei uns ist, so wie er es bei Maria und auch Mose war. Lasset uns beten. Lieber Gott, wir brauchen deinen Segen für die Veränderung, für den Neubeginn. Wir brauchen deinen Segen für das Neue, das Unbekannte. Wir brauchen deinen Segen für den Aufbruch, für das Morgen. Gott, gebe uns für jeden Sturm einen Regenbogen, für jede Träne ein Lachen, für jede Sorge eine Aussicht und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. Für jedes Problem, das das Leben schickt, einen Freund, es zu teilen. Für jeden Seufzer ein schönes Lied und eine Antwort auf jedes unserer Gebete. Und so segne uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Macht's gut. Bleibt gesund und fröhlich. Das wünsche ich euch, euer Dirk Stoll.